Ecovacs gehört zu den ambitioniertesten Marken, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe. Jedes Jahr überrascht der Hersteller mit Innovationen, die uns das Leben wieder ein Stückchen einfacher machen. Beim neuen Ecovacs C10 Turbo verrate ich schon mal so viel. Es ist eine beeindruckende Funktionspalette dabei, die wir von der X1-Serie kennen. Und die Entwickler haben den Schwerpunkt nun auf die Wischautomation gelegt. Dieser Roboter soll vollautomatisch wischen können, also selbst Wasser ziehen, Wischtücher reinigen und sogar die Wischlappen trocknen. Wie das aussieht, schauen wir uns jetzt an und sagen Danke an Faktor 3 für die Unterstützung. Wir befinden uns in der Oberklasse. Also, um die 1000 Euro müsst ihr für so ein Modell aktuell hinblättern. In dem Preisbereich ist es üblich, zwischen Ausstattungsvarianten wählen zu können. Deswegen spricht man von einer Produktfamilie. Und das heißt im Klartext, der Ecovacs T10 Turbo stimmt mit dem zweiten T10 Modell, dem Ecovacs T10 Plus, zwar überwiegend überein, unterscheidet sich aber im Funktionsumfang. Grob gesagt hat der T10 Turbo die Wischautomatik und der T10 Plus eine automatische Entleerung des Staubbehälters. Die ist etwas einfacher umzusetzen und darum auch 100 Euro günstiger. Außerdem wischen die Geräte unterschiedlich. Und dann gibt es ja auch noch das Flaggschiff X1 Omni. Für mich haben sich hier die 5 Jahre Latein in der Schule nun endlich gelohnt, denn Omni bedeutet alles. Und an der großen Basisstation merkt man es auch. Beim X1 ist einmal alles drin und der ist dazu noch etwas stärker und hat auch mehr Sensoren, also ein bisschen intelligenter. Unser T10 Turbo hat verglichen mit den Robotern anderer Marken riesige Wassertanks. Wir haben hier 2x4 Liter und kommen damit flächenmäßig etwas weiter als die Konkurrenz. Und bei 260 Minuten pro Akkuladung ist man sowieso weit über dem, was man so braucht. Die Saugleistung liegt bei 3000 Pascal, die Angabe sollte man nicht überbewerten. Ich erinnere mich an den 2 Jahre alten Ecovacs Osmo 950, bei dem waren damals lediglich 1500 Pascal angegeben und der war 5-mal besser als zum Beispiel ein Konga 5090 mit 8000 Pascal. Ja, die Bauhöhe hier ist so, naja, da wäre mir lieber unter 10 cm gewesen, wie das bei früheren Ecovacs Robotern der Fall war. Ganz einfach, damit unter mehr Möbeln gereinigt werden kann. Ansonsten rotieren die Wischpads hier 180 Mal in der Minute. Die Basisstation ist größer als beim TC Plus, weil wir die 2 großen Wassertanks dabei haben. Die Station lädt also nicht nur den Roboter, sondern betankt ihn auch. Ebenso werden die Wischpads über die geriffelten Flächen ausgewaschen und das Schmutzwasser wieder abgepumpt. Und eine sehr leise, aber hörbare Heißlufttrocknung der Wischpads rundet das Ganze ab. Die sind danach staubtrocken und schon ist der Saugwischroboter für die nächste Reinigung wieder einsatzfähig. Sehr praktisch und vor allem sehr bequem. Der T10 Turbo hat übrigens auch eine Kamera mit Home-Security-Funktion. Ihr könnt den Roboter remote über die App lenken und habt dabei Zugriff auf die Kamera und könnt Fotos oder Videos aufnehmen. Man kann das Modell aber auch über einen Terminplaner Wegpunkte abfahren lassen und es ist sogar möglich, über den Robotern mit den Hausbewohnern zu telefonieren. Ja, diese Kamera dient aber auch zur Navigation und zur Objektvermeidung und mit der sogenannten IVY 3.0 Technologie soll Gegenständen ausgewichen werden können. Das heißt also weniger Kollision, weniger Festfahren und weniger Ärger. Beim X1 Omni war ich erstaunt, wie präzise und gut das funktioniert hat. Und zwar, weil der zusätzliche Kreuzsensoren links und rechts für die Objekterfassung hat. Die gibt es beim T10 leider nicht, daher ist die Funktion eher so nice to have. Kabel sollte man selbst aus dem Weg räumen. Aber es gibt eine neue Laborfunktion. Auf Hartboden kann das Modell jetzt grobe Partikel erkennen und gezielt ansteuern. Die werden auf glatten Boden, wie hier dargestellt, gerne mal weggeschleudert. Sehr gelungen ist dagegen die Sprachsteuerung mit dem Namen Yiko. Okay, Yiko. Schnelle Kartierung beginnen. Okay, schnelle Kartierung beginnen. Wenn die neue Karte ein Duplikat ist, wird sie automatisch ersetzt und aktualisiert. Zum einen arbeitet die völlig autark von Google, Amazon oder Siri und es gibt eine große Palette an Sprachbefehlen. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, denn andere Marken drucken sich das Label Sprachsteuerung auch gerne auf die Packung. Da gibt es aber oft nicht viel mehr als Start und Stopp. Mit der Yiko-Sprachsteuerung kann man dagegen einzelne Möbelstücke wie das Bett reinigen lassen. Und damit kommen wir zu einem kleineren optischen Highlight der 3D-Karte. Denn hier können wir Möbel wie das Bett in der Karte platzieren und so für Yiko zugänglich machen. Teilweise werden die Möbel auch automatisch erkannt. Viel mehr macht man mit so einer 3D-Karte dann aber nicht. Das ist einfach hübsch anzusehen. Dann zur Wischfunktion. Die Wischautomation an der Station gefällt mir ganz gut. Gleichzeitig setzt der T10 Turbo nicht wie beim Plus-Modell auf die Osmo Pro 3.0 Technologie. Das war ja eine schrubbende Wischplatte, die gar nicht so verkehrt war, sondern es werden jetzt rotierende Wischpads verwendet. Das ist aktuell bei sehr vielen hochpreisigen Robotern ein richtiger Trend. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ob rotierende Pads jetzt wirklich das beste Mittel sind. Ich sag mal Stichwort Kantenreinigung. Bei diesem Modell kann es aber sein, dass durch die Wischpads die Restfeuchtigkeit besser aufgenommen oder verteilt wird und diese so für sensible Böden einfach die bessere Wahl sind. Zumindest stelle ich beim T10 Turbo fest, dass der Boden zwar ausreichend feucht gewischt wird, aber keine nassen Stellen zurückbleiben und so soll es ja eigentlich auch sein.
Gleichzeitig tut sich das Gerät mit hartnäckigen Flecken wie eingetrocknetem Espresso deutlich schwerer als der T10 Plus mit der älteren Technologie, selbst mit den maximalen Wischeinstellungen, das muss man hier ganz nüchtern einfach so feststellen. Saugtest. Sehr stark war dieses Modell dann beim Saugtest auf Teppich. Hier war der Roboter in der Lage, fast alles aufzusaugen und ich messe hinterher 96,6% der Schmutzpartikel, was bisher eines der besten Ergebnisse ist, die wir auf Teppichen festhalten konnten. Professionell und gründlich. Ein Lob auch dafür, dass die Reinigung hier sofort problemlos geklappt hat, denn dieser Reinigungsbereich befindet sich in einer anderen Etage. Der Roboter hat ohne Mucken erkannt, dass das ein neuer Bereich ist und sofort mit der Reinigung begonnen. Ja, die App hat auch viel zu bieten. Den Videomanager und die 3D-Karte haben wir uns ja bereits angeschaut. Der Roboter hat natürlich auch die Standardfunktion, also die Möglichkeit, einzelne Räume per Klick zu reinigen oder auch mit Zonen zu arbeiten, um den Reinigungsbereich einzugrenzen. Und schön übersichtlich sind die Reinigungseinstellungen per Swipe nach oben. Was über den Standard hinausgeht, ist die individuelle Gestaltung der Karte. Man kann sogar die Fußbodenarten und auch individuelle Einstellungen pro Zimmer festlegen, zum Beispiel das Badezimmer doppelt auf hoher Saug- und Wischstufe und diese Einstellungen abspeichern. Gleichzeitig lässt sich über diese intelligente Reinigung hier festlegen, wie nass die Wischpads arbeiten sollen, wie oft die Selbstreinigung an der Station erfolgt oder wie lange die Mops getrocknet werden. Kurz gesagt, dieser Roboter ist in Kombination mit Yiko und auch dem Videomanager einer der smartesten Roboter, die man aktuell kaufen kann. Preis-Leistung. Also, das Produkt ist hochwertig, keine Frage, und es kann eine Menge Spaß machen, insbesondere wenn ihr die Lust mitbringt, die vielseitigen Funktionen, die dieser Roboter hat, auszuprobieren. Eco-Sprachsteuerung, 3D-Karte und die rollende Sicherheitskamera, Ivy 3.0. Die Saugleistung ist hervorragend, die Navigation ist zuverlässig. Beim Wischen liegen die Vorteile eher so im Komfort. Man macht sich hier einfach nicht mehr die Hände schmutzig und muss nur noch von Zeit zu Zeit die 4-Liter-Tanks bedienen. Wenn es dann um die Frage T10 Turbo oder doch lieber den 100 Euro günstigeren T10 Plus geht, dann schaut ihr euch am besten jetzt direkt im Anschluss das Video zum T10 Plus an. Das findet ihr in der Videobeschreibung. Ich denke, eine Absaugstation hat ja auch ihre Vorteile und wischen kann das Modell auch ziemlich gut. Müsste ich mich entscheiden, wäre mein Modell das Plus-Modell, aber auch der T10 Turbo ist ein spannender Roboter. Bis dahin, ciao!